Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dich zu sehen und wie du sehen kannst, bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Studiogast bei mir. Das ist Manu Schmid. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Manu, du warst 16 Jahre lang Pastor im ICF in Basel und bist jetzt mitinhaltlich verantwortlich für das Ref Lab. Das ist ein Pionierprojekt der reformierten Kirche in Zürich. Genau. Und ihr habt es euch zum Auftrag gemacht, Online-Verkündigungen voranzutreiben, was ja auch das ist, was das neue Netzwerk, das seit Februar, seit dem 18. Februar seitens der EKD und des GAPS auf den Plattformen unterwegs ist, YEET, auch tut. Ja. Kannst du erzählen, was eure Herzenshaltung dahinter ist, was eure Mission ist, was ihr wollt? Also unsere Absicht ist wirklich, Online-Inhalte zur Verfügung zu stellen, zu produzieren, die wahrgenommen, ernst genommen werden von Menschen, vor allem von kirchenfernen Menschen, von Leuten, die jetzt so das übliche Programm und Angebot von Kirchen gar nicht mehr wahrnehmen oder nie denken würden, dass das was für sie sein könnte, Gottesdienste und so weiter. Mhm. Aber Leute, die aktiv sind auf den ganzen digitalen Plattformen. Mhm. Und da machen wir vor allem Podcast-Formate. Wir sind gestartet jetzt im neuen Jahr mit 10 verschiedenen Podcast-Formaten. Wir haben Blogs, wir haben YouTube-Channel und so weiter, wo wir jetzt kontinuierlich Inhalte produzieren. Mhm. Vor allem Gesprächsformate, also wo wir sprechen mit interessanten Leuten aus allen möglichen Bereichen, Gesellschaft, Kultur, Kunst und so weiter. Mhm. Und mit ihnen ins Gespräch kommen, eigentlich über Religion und über Glaube, so mitten in unserer Zeit und Gesellschaft. Okay. Nun weiß ich, dass du Podcasts aufnimmst und einer davon, der dreht sich viel um Serien, um Geschichten, die Menschen erzählt bekommen wollen, um fiktive Charaktere und Handlungen. Genau. Und du hast dafür eine Leidenschaft, also wenn du darüber redest, dann merkt man, es sprudelt über. Auf den ersten Blick geht das für mich nicht so ganz zusammen. Wenn ich sage, okay, als reformierte Kirche möchte ich diese Botschaft, das Evangelium auf die Plattform bringen und dann mache ich einen Podcast und da unterhalte ich mich über Serien auf Netflix und die ganzen anderen Plattformen. Wo finde ich denn da das Evangelium? Das ist eine gute Frage. Meine Überzeugung, meine Beobachtung ist, dass Menschen gerade in unserer Zeit diese großen existenziellen Fragen neu stellen. Sie Leute neu fragen nach, was trägt mich eigentlich? Was sind eigentlich Werte, die sich lohnen hochzuhalten? Und so weiter. Und ich sehe in diesem ganzen Serienhype, der zurzeit im Gange ist, eine große Sehnsucht nach neuen Geschichten. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass so diese große Geschichte, die Menschen gerade in Westeuropa über Jahrhunderte hinweg zusammengehalten hat. So diese christlich-abendländische Geschichte, wo Menschen sich einfach selbstverständlich drin wiedergefunden haben, die ist irgendwo zerbrochen. Und jetzt ist eine große Sehnsucht nach neuen Geschichten, die sich unter anderem auch in diesem ganzen Serienhype. Aber glaubst du, wer kann das stillen? Also glaubst du, dass diese neuen Geschichten, wie du es gerade ausdrückst, die mir ja viel erzählen können und die mir buntere Bilder malen können als alles, was ich mir so vorstellen kann, dass die das stillen, wonach die Menschen suchen? Das weiß ich nicht, ob sie das stillen, aber ich finde das eine hervorragende Gesprächseinladung, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über solche Serien, die eben Geschichten stricken, Geschichten erzählen, in denen Menschen sich wiederfinden können und in denen diese großen Fragen wirklich aufgeworfen werden. Mhm. Wie gehe ich um mit Angst? Wie gehe ich um mit Identitätskrisen, mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Und so weiter. Das kannst du in Serien sehen, in Marvel-Serien, Superhelden-Serien, wo ganz zerbrechliche Figuren auftauchen, wo man plötzlich merkt, da sind eigentlich mitten in einer scheinbar oberflächlichen Serie sind ganz tiefe Fragen gestellt und werden vielleicht auch Antworten angeboten und darüber zu sprechen. Das wollte ich dich dann gerade fragen. Glaubst du denn, es gibt auch neue Antworten? Also das wir haben viel, ich meine, du warst ja auch Pastor im ICF, was ganz klar sagt, hey, Verkündigung muss modern sein, die Form muss die Menschen erreichen. Aber wenn wir uns über Antworten unterhalten, dann unterhalten wir uns ja über Inhalte. Ja. Glaubst du, dass diese Fragen, die die Menschen stellen, nicht mehr mit dem Evangelium beantwortet werden können, weil diese Geschichte zerbrochen ist und wir neue Antworten brauchen? Nein, ich
glaube, dass sich das Evangelium, die gute Nachricht in unserer Zeit, ganz neu zum Ausdruck bringen muss. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass die Kirche auch vor der Herausforderung steht, eigentlich das Evangelium für unsere Zeit, für unsere Generation neu zu entdecken. Ich glaube nicht, dass es damit getan ist, dass man einfach sagt, ja, die Verpackung muss sich ändern, der Inhalt bleibt derselbe, weil was ist der Inhalt? Man muss den Inhalt in unserer Zeit, man muss quasi eine neue Sprache, neue Worte, neue Bilder, neue Geschichten finden, um den Inhalt in unserer Zeit zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Wenn ich dasselbe sage, wie vor 100 Jahren gesagt wurde, dann habe ich eben nicht dasselbe gesagt, weil es vor 100 Jahren etwas anderes bedeutet hat, weil die Leute mit den Begriffen etwas anderes verbunden haben und so weiter. Mhm. Ja, das ist die Herausforderung, glaube ich, in unserer Zeit. Mhm. Und das ist auch eine, also ich finde das eine begeisternde Aufgabe, im Gespräch mit Menschen und in Wahrnehmung dessen, was in dieser Gesellschaft läuft, neue Sprache zu finden für die gute Botschaft. Mhm. Ja. Ich glaube, noch verstehe ich es nicht ganz, weil ich eigentlich immer die Aussage vertrete, Wahrheit, der Inhalt, an den ich glaube, ist zeitlos. Und diese Rettung, von der ich damals gelesen habe oder von der damals Paulus geschrieben hat oder die Evangelien geschrieben haben, sind heute noch genauso aktuell und relevant. Kannst du mir ein Beispiel geben für das, was du meinst, wo du sagst, okay, da findet sich Verwandlung, Veränderung, vielleicht auch Hoffnung in Serie? Ja, da gibt es ganz viele Beispiele, aber ich würde zuerst mal sagen, wenn du von Wahrheit sprichst, die zeitlos ist, die Wahrheit, auf die das Christentum verpflichtet ist, ist ja eine Person. Das ist ja Gott, der sich zeigt in Jesus Christus. Ja. Und das ist etwas enorm Dynamisches, das ist etwas enorm Relationales. Da geht es darum, dass wir jemanden kennen. Ja? Mhm. Nicht, dass wir die Wahrheit haben, sondern dass wir jemanden kennen. Und dieser Jesus drückt sich in den verschiedenen Zeiten aus und schreibt seine Geschichte in den verschiedenen Zeiten mit Menschen. Mhm. Ja? Und jetzt also zu den Serien. Ich glaube eben, dass sich auch dieses Suchen von Menschen und auch Antworten eben in Serien findet. Zum Beispiel jetzt, also wenn du nach konkreten Geschichten fragst, jetzt in Game of Thrones, hast du das ist eine Serie, die sich jetzt nicht jedem empfiehlt unbedingt, okay. Aber wenn man damit zurechtkommt mit zugespitzten Szenen und so, dann kann man da beobachten, wie Figuren eine massive Veränderung mitmachen über mehrere Seasons hinweg, weil sie zum Beispiel in anderen Menschen echter Liebe begegnen. Und dann merkt man etwas von dieser transformativen Kraft der Liebe, die ein zentrales Bekenntnis auch des Christentums ist. Oder du hast Serien wie Marvel-Serien, The Punisher zum Beispiel, auch eine Serie, die jetzt nicht für jedes Gemüt geeignet ist. Aber da hast du eine Person, die auf einen Rachefeldzug geht und wo man miterleben und mitbeobachten kann, wie die Person selber sich korrumpiert beim Ausüben der Gewalt, wie sie sich selber kaputt macht, wie diese Seele geschunden wird im Ausüben von Gewalt. Und wo man sieht, was sich eigentlich in der Geschichte von Jesus eins zu eins abbildet, dass Gewalt nicht das letzte Wort haben kann. Und dass jemand, der Gewalt als Lösung ansieht, sich selbst aufgibt oder sich selbst gefährdet. Stranger Things. Eine Serie, eine Horrorserie eigentlich. Auch nicht für jedes Gemüt. Ich weiß nicht, warum mir jetzt nur diese Geschichten in den Sinn kommen. Ich habe auch Episoden zu sehr viel familientauglicheren Formaten gemacht. Kann man dann auf seinem Podcast nachhören. Genau, kann man anhören. Aber Stranger Things zum Beispiel setzt sich mit Ängsten auseinander. Das sind Jugendliche, die ihren schlimmsten Ängsten, ihren schlimmsten Albträumen eigentlich begegnet. Und das ist eine Serie, die aus diesem Motiv entstanden ist, wie Angst und den Umgang mit Angst zum Thema zu machen. Mhm. Das finde ich enorm spannend und eine super Gesprächsgrundlage auch für Glaubensthemen. Mhm. Bei all den Dingen, die wir unterschiedlich und neu machen können oder anders, was glaubst du, was braucht es im Kern der Sache, um heute noch lebendig zu verkündigen, woran man glaubt? Also für mich entscheidend ist schon eine Ergriffenheit von dem, wovon man spricht, wovon man redet. Eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft für das, was... Also auch
den Mut, feste Überzeugungen zu wagen. Das muss nicht unbescheiden sein. Man kann sehr bescheiden sein und doch feste Überzeugungen hegen. Und ich finde das enorm wichtig, gerade wenn wir von Glauben sprechen, wenn wir von Sprachfähigkeit in unserer Zeit reden, dass man merkt, da sind Leute ergriffen und begeistert für etwas. Das schützt uns nicht vor Fehlern. Es gibt ganz viele üble Geschichten von Menschen, die ergriffen und leidenschaftlich waren für etwas sehr Verwerfliches. Also ist ja klar. Aber ich glaube, ohne Begeisterung, ohne Leidenschaft, ohne Ergriffenheit geht es nicht. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir unterschätzen. Weil wir können von der Kanzel viel predigen oder viel sagen. Menschen, die kritisch sind oder die suchend sind, die fragen sind, die beobachten dich auch auf dem Weg zur Kanzel und davon weg und vor allem in all den Momenten dazwischen. Und wenn das, was wir sprechen, nicht das ist, was wir glauben, in der Tiefe unseres Herzens, wenn es keine Wurzeln geschlagen hat, dann sind die Früchte sozusagen, dann ist auch das, was wir im Leben tun, wie wir den Menschen begegnen, dann zeugt das nicht von dem, den wir mit den Worten bezeugen. Ja. Und das ist etwas, was das Gegenüber spürt. Ich glaube, wir unterschätzen die Feinfühligkeit derer, die suchen und sagen, nee, mit deiner Antwort bin ich nicht zufrieden, weil offensichtlich ist es in deinem Leben nicht offensichtlich. Ja, wir können die Leute nicht für dumm verkaufen. Mhm. Das glaube ich auch. Absolut. Und das ist auch etwas, was ich glaube, dass zum Beispiel Influencer sein oder das Influencing funktioniert in einem sehr engen Rahmen. Also Influencer, so wie wir uns das vorstellen mit den sozialen Medien und mit Instagram-Pages und so weiter und so fort, funktioniert in einer jungen Zielgruppe. Meine Eltern folgen keinen Influencern. Und das nicht, weil Leute plus 50 sozusagen das nicht machen könnten, sondern weil es nicht die Sprache dieser Generation ist. Ja. Und weil das auch irgendwie, also das passt nicht. Das ist eben alles andere als authentisch, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ich denke wiederum, die Generation nach mir finden andere Wege. Beispiel TikTok. Also ich kann mich da jetzt einfach nicht hinstellen. Also ich könnte schon und irgendwelche fancy Dances machen sozusagen, weil es einfach nicht meiner Sprache entsprechen wird. Und das ist gar keine Wertigkeit dahinter, sondern es ist, ich würde sagen, es ist ein Katalysator, es ist irgendwie ein Filter dafür, meine Zielgruppe zu erreichen. Ja. Und deshalb braucht es aber auch immer Menschen, die versuchen, in ihrer Zeit und in ihrer Generation Glaube zu leben, Kirche zu leben, das Evangelium auszudrücken. Und das können wir nicht für andere tun. Genau, vor allem kann das aber auch die Generation über uns nicht für unsere tun. Was ich jetzt sehr schön finde, ist, dass du mich in dieselbe Generation gezählt hast. Ja, come on, was soll's. Mann, ich habe mich gefreut, dass du als Teil meiner Generation hier zu Gast warst, auf dem blauen Sessel bei mir hier im Studio in Köln. Sehr gerne. Ich habe mich gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ich wünsche dir das Beste für die Arbeit, für das Netzwerk, dass ihr viele Menschen erreicht. Und wenn ihr mal eine neue Serie habt, die ihr empfehlen könnt, die massentauglich ist, dann schreibt das doch gerne und wir fügen das ein unter dieses Video. Und ihr könnt gerne eure Serienvorschläge, eure thematischen Vorschläge und weitere Gedanken zu den Themen, die wir angesprochen haben, zur Sprachfähigkeit des Evangeliums, unter diesem Video kommentieren. Like das Video, teilt es, folgt mir hier auf Instagram, auf Facebook und auf sonstigen Plattformen. Und schaut mal vorbei beim RefLab. Genau. RefLab? Habt ihr eine Internetseite? Ja. RefLab. RefLab.ch. .ch, genau. Schaut da mal vorbei und lasst Feedback da.